Und weiter geht's. Parallele zur x- und y-Achse. Wir haben jetzt hier mal zwei Angaben gegeben und normalerweise kann man mit der Steigung m und dem Achsenabschnitt t allein noch keine Geradengleichung aufstellen. Wir probieren es aber mal in diesem Spezialfall, denn hier haben wir so einen Spezialfall, dass es funktioniert, beziehungsweise was echt Komisches rauskommt. Aber das zeige ich euch jetzt. Und zwar setzen wir einfach das in unsere Geradengleichung ein, so wie wir das kennen. Also y ist gleich 0x, weil die Steigung 0 ist, plus 1. Und jetzt ist klar, jetzt fällt der Teil hier raus. Was ergibt sich hier? Y gleich 1. Etwas Komisches. Das heißt, wir haben eine Geradengleichung, wo jeder Y-Wert 1 ist. Oder man könnte auch anders sagen, egal was ich für einen X-Wert einsetze, es kommt immer 1 raus. Weil man das hier sieht, sobald ich für X1 einsetze, kommt insgesamt 1 raus. Wenn ich für X2 einsetze, kommt für Y2 raus und so weiter. Also egal was ich hier für X einsetze, es kommt immer 1 raus. Nur wie zeichne ich das jetzt? Ganz einfach. Alle y-Werte sind 1. Also ich habe zum Beispiel den Punkt 1, 1. Ist klar, wenn ich 1 einsetze, kommt 1 raus. Wenn ich 2 einsetze, kommt 1 raus. Wenn ich 3 einsetze, kommt 1 raus und so weiter. Also wird das quasi eine Parallele zur x-Achse. Und das gilt immer genau dann, wenn die Steigung gleich 0 ist. Dann gibt sich für den Graphen eine Parallele zur x-Achse. Und die Geradengleichung heißt dann y gleich t. Ist auch klar, weil für m, wenn das hier wegfällt, dann steht hier 0x. Jetzt gibt es noch Parallelen zur y-Achse. Also hier haben wir nochmal ein paar Beispiele für Parallelen zur x-Achse. Y gleich 1, y gleich 4 oder y gleich minus 2. Das heißt einfach irgendwelche Werte, ohne dass ein m mal x dabei steht. Nur der Achsenabschnitt hinten ist dabei und durch den geht dann quasi eine Parallele durch. Eine Parallele zur y-Achse ergibt sich zum Beispiel für x gleich 1, x gleich 4, x gleich minus 2. Da ist ja das gleiche wieder. Wenn ich für x oder wenn ich für y irgendwas einsetze, kommt x gleich 1 raus und so weiter. Also das ist jetzt quasi der Umkehrschluss von dem, nur dass eben die y-Werte immer den gleichen x-Wert ergeben. Und dann ist auch klar, dass das Parallelen zur y-Achse ergibt. Also hier ist zum Beispiel das schwarze x gleich 4, das geht hier durch. Dann das rosane x gleich 1, das geht hier durch. Und das orangene x gleich minus 2 geht hier durch. Diese drei Parallelen zur x-Achse, die standen hier, da war die Steigung gleich. So, das Einzige, was wir uns hier merken müssen, das ist keine Funktion. Also, wir wissen doch auch, dass jedem x-Wert genau ein y-Wert zugeordnet wird. Aber hier wird dem x-Wert 1, werden unendlich viele y-Werte zugeordnet. Genauso wie hier. Das heißt, das sind zwar Parallelen zur y-Achse, aber man spricht hier nicht von einer Funktion. Das sind quasi so eine Spezialfälle, wo man einfach sich merken muss, keine Funktion. Was haben wir also heute gelernt? Wenn die Steigung gleich 0 ist, ergeben sich Parallele zur x-Achse. Und da muss man eigentlich dann nur den Achsenabschnitt noch kennen, weil da muss er ja durchgehen und ist der einzige Wert, der quasi in der Geradengleichung noch übrig geblieben ist. Das m ist rausgefallen und damit wird das x eliminiert. Das heißt, egal was man für x einsetzt, kommt immer nur dieser y-Wert raus. Und die Parallele zur y-Achse, da steht dann Ganzes mit x ist gleich dran. Aber das wird eher seltener der Fall sein, dass man das verwendet, weil es sich da um keine Funktion handelt.